Durchführungsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Dresden und der Deutschen Bundesgartenbaugesellschaft sowie Gründung der Buga Dresden 2033 GmbH. Und hier ist mir eine Wortmeldung signalisiert worden. Frau Dr. Schöps, bitteschön. Sehr geehrter Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich habe heute in der letzten Sitzung dieser Wahlperiode die Gelegenheit, mal über etwas Schönes zu reden, mal was Positives zu sagen und mal die Verwaltung auch, ja, zu loben. Im Jahre 2033 wird in Dresden die Bundesgartenschau zum ersten Mal stattfinden, unter dem Motto Trümmerareale erwachsen zu lebendigen Grünräumen. Ein wesentlicher Teil des Buga-Geländes, das vorgesehen ist, wird in meinem Wahlkreis sein, also Wahlkreis 9 bei der Kommunalwahl. Das ist der Bereich um den Südpark. Wir Anwohner vom Dresdner Süden erhoffen uns nicht nur ein schönes Event, sondern auch einen bleibenden Gewinn für unseren Stadtteil. Ein ansprechend gestaltetes Buga-Gelände, das auch über die Buga hinaus einen hohen Wert für Erholung und Freizeitgestaltung hat. Und natürlich auch eine Aufwertung des Umfeldes und Verbesserung der Infrastruktur. Die Buga ist ein bedeutendes Stadtentwicklungsprojekt, das steht völlig außer Frage. Wir freuen uns also auf die angekündigten lebenswerten, lebendigen Grünräume. Konkret ist für den Südpark eine Ausstellungsfläche zum Thema essbare Stadt vorgesehen. Für die Streuobstwiese wurden bereits Bäume gepflanzt. Ich habe damals an dieser Baumpflanzaktion selbst teilgenommen, Heiko auch, ja, und einige andere Stadträte ebenfalls. War ein großer Spaß, sollte man mal wieder machen. Aber besonders freue ich mich natürlich, dass jetzt das Pinguin-Café, das zurzeit ja leider im Lapidarium eingelagert ist, Sie kennen das vielleicht noch aus dem Zoo, dort wieder errichtet werden kann. Ich denke mal, das wird sicher gerade so bei schönem Wetter am Wochenende für unsere Bewohner dort eine nette Ausflugsmöglichkeit werden. Und natürlich gibt es Spiel- und Sportflächen und ich hoffe, dass ich die dann 2033 und später mit meiner Enkeltochter erkunden kann und nutzen kann. Und sicheren Weges kommen wir dann von meinem jetzigen Wohnort über eine neu zu schaffende Fußgängerbrücke über die Bergstraße dorthin. Klingt alles wunderbar, wir freuen uns und werden auch als Fraktion unseren Teil dazu beitragen, dass das so auch realisiert werden kann. Und deshalb haben wir uns ganz besonders über die Nachricht gefreut, als am 18. März verkündet wurde, dass die Mitglieder der Gesellschafterversammlung der Deutschen Bundesgartenschaugesellschaft einstimmig für Dresden gestimmt haben. Ich bin nämlich der Überzeugung, dass unsere Stadt insgesamt und dauerhaft von der Buga profitieren wird. Nach der Machbarkeitsstudie werden 2,9 Millionen Besucher erwartet. Die werden nicht nur über 55,3 Millionen Geld für ihre Tickets zahlen, so ist das kalkuliert, sondern auch Geld ausgeben für Gastronomie, Handel und teilweise auch Übernachtungen. Hinzu kommen Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung, Konzession, Merchandising, Sponsoren und Aufträge für die Unternehmen aus Dresden und der Umgebung, um diese ganzen Investitionen, die notwendig sind, überhaupt erst einmal vorzunehmen. Bis 2033 ist, wie gesagt, zwar noch ein langer Weg, aber es liegt auch viel Arbeit vor uns. Aber wir sind froh, dass wir das nun so umsetzen können. Heute haben wir einen weiteren Meilenstein zu absolvieren hier im Stadtrat. Und zwar geht es um die Gründung der Buga Dresden 2033 GmbH, ausgeführt zum 1. Januar 2025. Diese Gesellschaft wird als rechtlicher und wirtschaftlicher Träger der Buga fungieren. Zwei Drittel der Gesellschaftsanteile wird die Landeshauptstadt halten, ein Drittel die Bundesgartenschaugesellschaft. Und wenn dann die Buga vorbei ist, wird dann die Gesellschaft wieder abgewickelt, spätestens zum 31.12.34. Klingt gut, ich habe mir die Sachen genau angeschaut, wir können so mitgehen und deshalb unsere Fraktion dieser Vorlage in froher Erwartung auf die Buga 33 auch zustimmen. Vielen Dank. So, jetzt gibt es weitere Wortmeldungen. Zunächst Herr Aschenbach und dann Herr Dr. Teppe. Ich könnte da so viel zu sagen, aber ich fasse mich kurz.
die Parteiplakate hängen noch, auf denen steht Buga verhindern, Leben retten. In diesem Sinne, nein, nein, nein. Und jetzt Herr Dr. Deppe und dann hat sich Herr Hassler gemeldet. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Die Buga-Planung nimmt jetzt tatsächlich konkrete Formen an. Es wird diese Durchführungsgesellschaft gebildet. Das ist ein wichtiger Schritt, den wir begrüßen und dem wir auch ausdrücklich zustimmen. Auch die Konstruktion der Gesellschaft, denke ich, ist sehr angemessen. Und es ist auch gut, dass der Stadtrat eben im Aufsichtsrat dort angemessen vertreten sein wird. Es kommt jetzt aber auch so langsam die Zeit, wo wir uns mit den für die Buga notwendigen Investitionsmitteln beschäftigen müssen. Und da gibt es nun in der Anlage zu der Vorlage, die wir heute beschließen, einen vorläufigen Businessplan. Und dieser Businessplan, der ist auf der Einnahmenseite dann sehr konkret für das Jahr 2033, indem er halt 55 Millionen Euro für Eintrittsgelder veranschlagt und dann noch ein bisschen was aus Marketingeinnahmen. Ne? Also das ist recht konkret. Bis dahin sind aber tatsächlich eine ganze Menge Vorleistungen zu erbringen. Und der Businessplan enthält dazu die notwendigen Ausgaben für das Personal. Ne? Wir brauchen ja für diese ganze Planung auch eine ganze Menge Personal. Das ist dort gut ausgewiesen und es gibt einen Personalplan. Und er enthält die Ausgaben für die gärtnerische Gestaltung, die dann 2033 passieren wird. Zu den eigentlichen Investitionen in die notwendigen baulichen und städtebaulichen Maßnahmen sagt der Businessplan aber gar nichts. Und das ist bereits ein Manko der Machbarkeitsstudie, dass sie sich doch eben auch sehr zurückgehalten hat in einer Schätzung der notwendigen Investitionen. Wir haben im Rahmen dieser Machbarkeitsstudie und dann auch im Stadtrat viele schöne Projekte gesehen und quasi auch zunächst mal beschlossen. Aber wir wissen bisher immer noch nicht, wie wir sie dann alle finanzieren wollen. Und deshalb erwarten wir jetzt doch eine rasche Investitionsplanung. Ich kann natürlich noch nicht in jedes Detail gehen, aber wir müssen jetzt so langsam wissen, was das Ganze kostet. Und die diversen Projekte müssen mit Preisschildern versehen werden. Wir erwarten auch, dass jetzt konkrete Gespräche und Verhandlungen geführt werden mit Bund und mit dem Land, um Klarheit darüber zu erlangen, mit welchen Fördermitteln wir denn für die Buga rechnen können. Es ist klar, es wird Förderung geben, das ist noch bei jeder Buga bisher so gewesen, aber wie hoch diese Förderungen sind, das wissen wir nicht und das ist auch bei vergangenen Bugas durchaus sehr unterschiedlich gewesen. Und wir müssen das alles wissen, weil es nicht dazu kommen darf, dass aus dem Haushalt der Stadt Mittel für Umwelt- und Naturschutz nur noch in die Realisierung der Buga fließen und wichtige andere Maßnahmen wie meinetwegen Straßenbaumpflanzungen, Grünanlagen, Gewässersanierung und auch eine Umsetzung des Schwammstadtkonzeptes dabei unter die Räder kommen. Das darf nicht passieren. Und deshalb wird meine Fraktion auch im neuen Stadtrat sehr genau darauf achten, wie die Projekte der Buga nun tatsächlich finanziert werden sollen und dass eben die anderen wichtigen Dinge, die wir auch angesichts der Klimakrise und der Klimawandelanpassung tun müssen, dass die eben nicht unter die Räder kommen. Und das bedeutet dann auch, dass gegebenenfalls die Projekte der Buga an die finanziellen Realitäten angepasst werden müssen. Denn dass diese finanziellen Realitäten nicht mehr so rosig sind, wie wir vielleicht noch angenommen haben, als wir die Buga beschlossen haben, das haben wir ja nun kürzlich erfahren. Und da werden wir uns dann wirklich auch damit auseinandersetzen müssen. Und dann müssen unter Umständen auch einzelne Projekte dieser Buga auf den Prüfstand gestellt werden. Vielen Dank. Als nächster Redner Herr Hassler.
Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Mitglieder des Stadtrates, meine letzte Rede ist ja heute vertagt worden, berechtigt. Warum gehe ich trotzdem noch mal nach vorn? Eigentlich ist der Herr Aschenbach dran schuld, weil ich das hier nicht stehen lassen kann. Ich bin seit fast 16 Jahren Vorsitzender des Kleingartenbeirates von Dresden. Und wir haben in den ganzen Jahren jährlich eine Fahrt unternommen zu Bundesgartenschein, IGAS, Landesgartenschein, und ich weiß, wovon wir reden. Und diese Vorlage, da braucht man nicht über Inhalt reden. Das ist ja erstmal Voraussetzung für die weitere Arbeit. Und wer mit in diesem Jahr in Mannheim war, da wurde 3 Jahre vorher, stand das erstmal richtig fest. Das heißt, wir haben noch sehr viel Gelegenheit, darüber zu diskutieren. Das ist heute alles kein Thema. Und naja, ich habe überlegt, ich möchte aber gern auch ein Lob aussprechen an die Verwaltung. Und unser Oberbürgermeister war bei vielen solchen Begegnungen dabei. Das wird toll, aber das ist heute alles kein Thema. Und ich finde das nicht in Ordnung, wenn hier im Rat sowas schlecht gemacht wird. Das wird eine ganz tolle Sache. Wir haben Zeit, und mit diesem Beschluss schaffen wir erstmal Voraussetzungen, dass ernsthaft darüber diskutiert wird. Ich nicht mehr, aber Sie haben, oder einige von Ihnen, haben dann die Möglichkeit, im nächsten Rat darüber zu diskutieren. Und das wird gar nicht reichen, das geht auch im übernächsten Rat weiter. Aber bitte etwas mehr optimistisch, das wird eine tolle Sache, ist heute kein Thema. Wir schaffen erstmal Grundlagen, damit eine richtige Planung beginnen kann. Gestatten Sie, dass ich doch noch ein paar Worte heute gesagt habe. So, meine Damen und Herren, dann ist erstmal die Rednerliste abgearbeitet. Gestatten Sie mir noch ein paar wenige Sätze, bevor wir zur Abstimmung kommen. Natürlich, ja klar, Thema Investitionen und Absicherung und entsprechende Förderrahmenbedingungen ist ein ganz wesentliches Thema, an dem wir arbeiten. Wir schauen gespannt darauf, dass jetzt endlich auch eine Zusammenarbeit interministeriellen Arbeitsgruppe dann die Tätigkeit aufnimmt, um genau diese Fragen substanziell sauber zu klären. Was an Investitionen hinter der Buga-Machbarkeitsstudie steht, ist in der Buga-Machbarkeitsstudie eindeutig aufgezeigt. Und jetzt geht es eben, das in die Programmwelten bzw. in die Direktförderung entsprechend festzulegen. Und natürlich nicht bloß für uns das festzulegen, und das ist mir auch ein persönlich wichtiges Anliegen, sondern auch Rahmenbedingungen zu klären für die Außenstandorte, für die Gemeinden, die mit daran wirken wollen, sodass es wirklich ein gesamter Erfolg für die Region Dresden insgesamt wird. Ich sehe auch kein Konkurrenzthema, was jetzt ein Stückchen in Ihrer Rede, Herr Dr. Depper, angeschnitten wurde, sondern die Stichworte, die Sie aufgezeigt haben, Schwarmstadt, wie gehen wir mit dem Thema Klimaanpassung um, wie schaffen wir das Thema Gewässer, Offenlagen und Ausbau, genau das tun wir ja im Rahmen der Buga, sondern die Buga ist ein wunderbares Instrument, unsere städtischen Zielvorstellungen, die wir uns vorgenommen haben, auch tatsächlich in die Tat umzusetzen. Und so sollten wir das Thema auch deutlich verstehen. Wir haben auch keine sagen wir mal Wolkenkuckucksheim uns aufgemacht, sondern wir haben Projekte in den Mittelpunkt unserer Buga-Bewerbung gesetzt, die hier schon lange in Ratsbeschlüssen einen deutlichen Auftrag an die Verwaltung mit auf den Weg gegeben ist und eben im Sinne der Ressourcenprioritätensetzung leider bis dato noch nie so weit vorne heranstanden, dass wir sie umsetzen konnten. Jetzt haben wir die einmalige Chance, dieses auch tatsächlich zu realisieren, und gerade für die Stadt, für das städtische Grün, für die Möglichkeiten der Fortentwicklung der Stadt in einer lebenswerten Wohnumfelder und natürlich auch attraktiven Stadt zum Besuchen einen deutlichen Schritt voranzukommen, die sollten wir beherzt ergreifen. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar über die bisherige Mitwirkung des Stadtrates, vieler Bürgerinnen und Bürger und der breiten Unterstützung, und würde mich jetzt freuen, wenn das ebenso einen Anklang findet, wenn wir über den federführenden Ausschussbericht jetzt abstimmen. Und ich darf Sie fragen, wer zustimmen möchte, wer jetzt an der Reihe.
59 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung. Damit ein deutliches Votum. Vielen Dank hierfür. Damit gehen wir weiter in der